Eines der wichtigsten und grundlegendsten Diagramme in der Kosmochemie ist das hier gezeigte. Und zwar wird hier aufgetragen die Elementhäufigkeit in der solaren Photosphäre, hier auf der Y-Achse, gegen die Elementhäufigkeit in den CI-koligen Chondriten. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie das hier im Detail funktioniert. Also auf der Y-Achse wird aufgetragen die Elementhäufigkeit in der solaren Photosphäre. Und auf der X-Achse die Häufigkeit, die Elementhäufigkeit in CI-Chondriten. Dazu wird zunächst die Elementkonzentration auf 10 hoch 6 Siliziumatome normiert. Es ist relativ egal, auf was man normiert. Man könnte genauso gut auf Magnesium normieren, auf Titan, auf Aluminium und so weiter. Ist auch egal, wie viele Atome man nimmt. Man kann ja auch 10 hoch 4 nehmen, 10 hoch 8 oder sonst irgendwas. Das spielt überhaupt keine Rolle. Man muss sich eben für eins entscheiden und in dem Fall hat man gesagt, 10 hoch 6 Lithiumatome. Atome sind schon mal wichtig, das bedeutet also, es sind nicht Gewichte, die hier verglichen werden, sondern im Grunde genommen ist auch sowas wie die molaren Häufigkeiten oder eben atomaren Häufigkeiten. Auf jeden Fall keine Gewichtsprozent, es ist also nicht, also die Elemente werden praktisch durch ihre Masse geteilt. Dann gibt es auf der Y-Achse irgendwo die 10 hoch 6 und auf der X-Achse auch irgendwo die 10 hoch 6. Und Silizium liegt dann genau hier im Schnittpunkt. Also wenn das hier 10 hoch 6 ist und das hier 10 hoch 6, dann liegt hier Silizium per Definition. Die Achsen sind jeweils logarithmisch. Beide. Das bedeutet, hier kommt dann irgendwo 10 hoch 7, dann kommt 10 hoch 8, hier kommt 10 hoch 4, 10 hoch 3 und so weiter. Elemente wie Magnesium und Eisen sind ähnlich häufig wie Silizium. Das heißt, die werden auch in etwa hier plotten. So Elemente wie seltene Erdelemente sind ungefähr ein Faktor 1 Million mal weniger. Deshalb werden sie mal ppm angegeben oder vielleicht so zwischen 4 und 6 Größenordnungen weniger. Also die sollten dann bei vielleicht sowas wie 10 hoch 2 liegen. Das bedeutet, seltene Erden in CIs liegen irgendwo in diesem Bereich hier. Hier liegen vielleicht die seltenen Erden. In der solaren Photosphäre liegen die seltenen Erden normiert auf diese 10 hoch 6 Siliziumatome, auch ungefähr hier. Bei vielleicht 10 hoch minus 2. Das bedeutet, die liegen dann vielleicht hier, die seltenen Erdelementen, in etwa. Und dann liegen die meisten anderen Elemente irgendwo dazwischen, also irgendwo hier. Das Interessante ist jetzt, dass die Häufigkeiten in CI und der solaren Photosphäre in etwa gleich sind. Das heißt, wenn in CI 10 hoch 4 Atome eines bestimmten Elements drin sind, dann ist die Anzahl der Atome der solaren Photosphäre auch in etwa 10 hoch 4. Wie gesagt, immer normiert auf Silizium. Und wenn sie 10 hoch 3 sind in CI, sind sie 10 hoch 3 in der solaren Photosphäre. Und deshalb gibt es hier eine Gerade mit der Streifung 1. Ein paar Ausnahmen sind jetzt hochvolatile Elemente, sowas wie inerte Elemente. Und die Elemente, die sehr häufig sind in der Sonne, wie Wasserstoff und Helium, die sind sehr häufig in der Sonne. Also es gibt hier vielleicht, sagen wir mal, 10 hoch 8 oder sonst irgendwas. Aber wenig in CI. Also wenn jetzt, und das sind Elemente wie Wasserstoff und Helium, wenn die wenig in CI sind, sind sie hoch in solaren Photosphäre, aber gering in CI. Also liegen vielleicht irgendwo hier Wasserstoff und Helium. Dazu gehören auch noch Stickstoff und Kohlenstoff, die auch irgendwo hier oben in dem Bereich hier liegen. Ein bisschen weniger in der solaren Photosphäre vielleicht hier. Und dann gibt es noch als eine Besonderheit Lithium. Lithium wird in der Sonne verbraucht und damit ist die Konzentration von Lithium relativ gering, also irgendwo hier unten, vielleicht hier. Aber in CI sind sie immer noch relativ hoch und deshalb liegt Lithium zwar bei geringen solaren Werten, das sind die solaren Werte, aber bei hohen CI-Werten, dann liegt Lithium in etwa hier. Und so funktioniert im Groben dieses gesamte Diagramm. Jetzt können wir uns das nochmal anschauen
ob das auch alles in etwa passt. Und das ist das Ergebnis, das sind jetzt die realen Daten hier, ist relativ genau so, das Wasserstoff liegt ein bisschen weiter drüben, der Wasserstoff liegt also mehr hier an der Stelle, spielt auch keine Rolle, es geht um insgesamt das gesamte System hier. Aber wie man erkennen kann, liegt hier jetzt alles sehr schön auf dieser 1-Geraden, hier, wie wir es eben gerade gesehen haben. Jetzt heißt es auch deshalb immer, die CI, Cholin Chondritis, sind speziell, weil genau deren Elemente auf dieser 1-Geraden liegen. Jetzt sind es aber logarithmische Plots. Die Frage ist jetzt dann, wie sehen eigentlich die anderen Chondritgruppen aus? Und das ist mal ganz interessant. Das kann man sich mal anschauen. Und dann erkennt man, hier links oben ist wieder CI von eben, aber die ganzen anderen Gruppen, im Grunde genommen sehen die nicht so viel aus. Also bei CM liegen die auch alle auf der 1-Linie, bei CV auch alle auf der 1-Linie, CO auch, CK, CR und so weiter. Auch bei den L-Chondriten liegen die insgesamt alle auf dieser 1:1-Linie. Das bedeutet, die Meteoriten sind alle, die Chondriten sind alle ungefähr ähnlich wie die Sonne. Man muss jetzt schon wirklich sehr genau hinschauen, um zu erkennen, dass die CI-Chondrite gleich zusammengesetzt sind wie die Sonne. Und dazu können wir noch mal auf ein weiteres Diagramm schauen, nämlich ein Diagramm, in dem die Meteorite relativ zueinander aufgetragen sind. Und hier sehen wir dann, dass die CI-Chondrite alle ähnlich wie die Sonne zusammengesetzt sind. Also die CI-Chondrite liegen hier ganz vorne. Und die anderen Chondrite sind in ihren refraktären Elementen, das sind die hier oben, also das sind jetzt die Cholin Chondrite. Hier sind die refraktären Elemente, das sind Calcium und Aluminium, alle angereichert relativ zu CI. Und die volatilen Elemente, das sind dann die hier unten, das ist sowas wie einmal Zink und Schwefel bzw. Natrium und Mangan, während die Refraktoren hier oben Calcium Aluminium sind, die sind verarmt. Also da gibt es dann schon im Detail Unterschiede, die man aber in diesen doppeltlogarithmischen Plots nicht so einfach erkennen kann. Auch in dem Diagramm, nur am Rande, wird wieder normiert, in dem Fall auf CI. Also werden alle Elemente relativ zu CI betrachtet und jetzt relativ zu Magnesium, ist aber egal, ob man hier Magnesium oder Silizium nimmt. Und das Diagramm ist deshalb für die Kosmochemie so wichtig, jetzt zum Abschluss, denn wenn die gesamten Elemente alle gleich sind, also diese Elemente hier, wenn die hier alle gleich sind wie in der Sonne, bedeutet das, dass Meteorite repräsentativ sind für das Sonnensystem. Ja? Also Chondrite, speziell CI-Chondrite, sind repräsentativ chemisch, oder ihre Zusammensetzung sind in ihrer Zusammensetzung repräsentativ für die Sonne und die Sonne hat 99,9 oder mehr Gewichtsprozent des gesamten Sonnensystems und damit ist die Sonne repräsentativ in ihrer Zusammensetzung für unser Sonnensystem. Das bedeutet, wenn Sonnensystem gleich Sonne ist, von der Zusammensetzung die Sonne gleich Meteorite, bedeutet es natürlich auch, dass das Sonnensystem so zusammengesetzt ist wie die Meteorite. Das heißt, die Meteorite sind repräsentativ in ihrer Zusammensetzung für unser Sonnensystem. Und das ist natürlich super entscheidend für Meteorite, denn mit den Meteoriten haben wir jetzt ein Material, das wir im Labor untersuchen können und das repräsentativ ist für das Sonnensystem. Das heißt, wir können die Gesamtzusammensetzung des Sonnensystems erforschen, indem wir
Meteorite erforschen. So viel zu diesem Diagramm.